Hallihallo, mein Lieben, willkommen und einen schönen guten Morgen hier an alle. Ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz wundervollen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Und wir wollen heute hier mal in den 5.1. reinschauen. Wir sind ja schon fast bei den Heiligen Drei Königen. Und mein großer Sohn, der hat an den Heiligen Drei Königen Geburtstag. Und da enden ja auch dann die Rauhnächte, ne? Ich habe jetzt hier noch ein paar Wunschzettel vor mir. Ich glaube, zwei sind es noch. Na, also drei Stück befinden sich hier drin und den dritten Wunsch muss ich mir dann selber erfüllen. Also wer hier das 13-Wünsche-Orakel hier mitgemacht hat, gell? Denkt dran. Ich bin schon echt ganz gespannt, was da für ein Wunsch übrig bleibt bei mir. Ja, ich bedanke mich für eure lieben Kommentare, für eure Likes und ich möchte auch noch mal ganz kurz dazu sagen, wegen manchen Kommentaren, die man hier liest, es kann nicht immer alles hundertprozentig mit dir in Resonanz gehen, hier mit den Tageslegungen. Na, egal welche Legung du anguckst. Manchmal kann sich auch nur ein Satz für dich beinhalten oder es gibt einen kleinen Impuls, wie der Tag verlaufen kann, zum Beispiel. Vielleicht guckst du auf ein bestimmtes Amtsthema, Arbeitsthema, vielleicht auf die Liebe. Na, auch da kann sich ein Impuls für dich hier für den Tag zeigen. Es muss hier nicht immer alles hundertprozentig zutreffen, was ich dann hier sage auf dich. Ne? Das kann hier wirklich bei jedem anders sein. Ihr müsst das dann immer auf eure eigene Situation ummünzen, ne? Diese ganze Sache, was sich dann hier zeigt. Ne? Je nachdem, auf was du dann hier guckst. Genau, das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Und ich danke euch natürlich auch für die zahlreichen Buchungen hier auf meinem Kanal. An die Kanalmitglieder möchte ich noch sagen, dass für euch heute auch noch ein Orakel kommt. Ne, ihr könnt ja mal hier drunter kommentieren, ihr Kanalmitglieder. Ach so, da möchte ich nochmal jemand begrüßen hier. Ganz neu auf meinem Kanal ist, glaube ich, die Heike. Wartet, ich gucke jetzt nochmal nach. Jetzt war gerade Pause, ich habe nochmal geguckt. Die Christiane Niebold und die Heike Wilhelm. Ich begrüße euch hier in der Reisegruppe der Kämpfer, in der Mitgliedschaft. Und wenn du jetzt mit hier dabei sein möchtest in unserer Reisegruppe der Kämpfer, also das heißt nicht, dass wir kämpfen, sondern das heißt, dass wir immer wieder aufstehen, weitermachen. Ich tue hier manchmal extra Orakel rein oder halt auch Erweiterung von anderen Orakels. Na? Also. Ich werde hier mal gucken, ob ich nochmal dazu komme, dass ich eine extra Monatslegung für den Januar mache. Und wenn nicht, da werde ich auf jeden Fall hier eine Sternzeichenlegung machen. Das heißt, ich mache wieder für Feuer, Luft, Erde und Wasser. Je nachdem, wie ich dazu komme, weil ich habe zurzeit auch ganz schön viel zu tun hier, gell? Und da werde ich auch mal ein paar Erweiterungen mit reingeben, ne? Gerade in die Reisegruppe der Kämpfer. Ja, genau, das wollte ich nochmal sagen, dass auf jeden Fall heute nochmal was kommt hier. Und vielleicht gucken wir ja mal wieder auf das Thema Liebe. Ihr könnt ja mal mit hier reinschreiben, was euch vielleicht gern interessieren würde. Gerade, ich meine jetzt hier die Mitglieder, ne? Was euch hier interessieren würde an Orakeln, was ich hochstellen könnte, ob da jemand auf ein bestimmtes Thema guckt oder ob Thema Liebe, Beruf oder was auch immer, Freundschaft. Na, also da könnt ihr gerne mal eure Kommentare mit reingeben. Und natürlich auch für das andere Kollektiv hier, ne, für die Abonnenten, die hier bei mir abonniert habt, ihr könnt natürlich auch euren Senf dazugeben. Also wenn ihr hier mal so ein bestimmtes Thema habt, was wir mal hier so legen können, dann schauen wir auch da drauf. Es sollte jetzt vielleicht nicht gerade ein ganz privates Thema sein. Es sollte jetzt wirklich ein Thema sein, was so für die Allgemeinheit sein könnte, was vielleicht auch die Allgemeinheit interessieren würde. Na, also was auch dich ganz besonders interessiert, das kann auch was in der Liebe sein. Vielleicht interessiert den einen oder anderen vielleicht auch was über die eigene Berufung. Das wird halt dann allgemein Orakel, ne? Aber auch sowas können wir zum Beispiel hier mal mit, da können wir auch mal kurz schon mit rein, Elon, gell? So, jetzt will ich aber nicht länger quatschen hier. Ich habe heute die Schutzengel hier wieder dabei. Ich habe in letzter Zeit immer so das Gefühl, die Engel müssen mit dir dabei sein, weil. Ich weiß nicht, ob es euch auch geht, ihr könnt es mir ja gerne mal drunter schreiben, aber die Energien sind gerade echt herausfordernd. Also, ich weiß nicht, seit wir von Nordrhein-Westfalen wieder da sind, plagt man sich hier ständig mit Herausforderungen irgendwie im Leben. Man versucht, die eine Hürde zu nehmen, da kommt das andere schon rein und dann steigt man wieder über den Berg und dann hat man das eine geschafft, dann kommt wieder das nächste. Also, da tun sich gerade extreme Hürden auf, ne? Also, ja. Alle Achtung, muss ich sagen. Aber gut, wir sind nun stark, wir sind die Kämpfer, gell? Also nicht vergessen, also lasst euch ja nicht unterbuttern hier irgendwie. Wir stehen immer wieder auf und machen weiter, egal was kommt. Einfach aufstehen, Krone richten und
Nase hoch. So ungefähr, gell? Einfach eine Nase vielleicht nicht hoch. Wir wollen ja nicht eingebildet sein, aber einfach weitergehen. Was soll's? Ich habe gelernt, mit den Herausforderungen zu leben, die sich mir im Leben stellen. Und vor allem habe ich auch daraus gelernt, diese anzunehmen und aus den ganzen Steinen, die man manchmal so im Weg baut, einfach mal was ganz, ganz Wundervolles zu bauen, gell? So, Schutzengel-Orakel, was kommt heute aufs Kollektiv, dem 5.1. zu? Kommen wieder mal zwei Energien, die eine reicht nicht. Auf einem Bein steht man nicht gut, gell? Sagt man doch, oh, heute gibt es irgendwie Nein. Also, ich weiß nicht, ob du auf was Bestimmtes guckst und du sollst mal einen Schritt zurücktreten. Ah, okay, ja. Also, da kommt mir jetzt so die Energie von den Engeln rein. Nein, mach mal hier bitte nix. Bleib ruhig. Raste nicht aus. Nicht weitermachen, sondern tritt einen Schritt zurück. Geh erstmal einen Schritt zurück, geh in Rückzug, guck, was kommt. Ne? Und hier unten drunter haben wir natürlich dann ja, gell? Okay, schauen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir nehmen wieder vier Energien hier raus und dann schauen wir mal, was heute am 5.1. aufs Kollektiv zukommt. So, guck mal einfach mal. Okay. Ihr wisst das ja schon, wie das geht. Das ist das Wide Away Tarot von Königsfort Urania Verlag, glaube ich. Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Okay, gut, eigentlich war das dreimal, aber ja, also hier ist irgendeine hilflose Situation, der du vielleicht auch ausgeliefert bist. Man hat vielleicht auch schlaflose Nächte. Hier ist irgendwas in deinem Leben heute, was sich nicht so toll anfühlt. Ja, du gehst hier in Rückzug rein. Es hat wahrscheinlich mit einer Kommunikation zu tun, ne? Deswegen nein, 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 mach mal nix, ne? Dritten Schritt zurück. Man hofft hier noch auf eine Kommunikation. Na, also, dass hier wieder was in die Balance gerät. Es kann hier um Gefühle gehen mit einem Menschen, es kann um die Liebe gehen, ne, dass hier eine Wiedervereinigung ist, dass hier ein was erfreuen wird. Aber na, ich sehe, man versucht hier schon so ein bisschen miteinander zu kämpfen. Na, das sehe ich hier auch. Aber das Ganze kommt wieder unter Kontrolle. Na? Also, du fühlst dich vielleicht heute nicht ganz so toll. Oder hast dich hier nicht so ganz so toll gefühlt? Und ich sehe aber, hier kommt man wieder an die Kraft. Irgendwas bricht heute hier zusammen. Hier ist eine knallharte Veränderung. Was ist denn hier mit dem Turm? Ach, okay. Okay. Ja. Also, wie gesagt, das, wo du noch so traurig bist, wo du noch so voller Ängste, voller schlaflose Nächte bist, das bricht hier durch. Da gibt es einen Durchbruch heute, ne? Es findet wieder etwas in die Kraft. Heute kommt ein Durchbruch. Man hat hier viele Wunden davon getragen. Man ist noch misstrauisch, ja? Aber wir sehen hier, wie das ganze Blatt zusammenfällt. Also irgendwas fällt hier zusammen. Es gibt einen Durchbruch hier in der Angelegenheit. Und zwar kommt mir das wirklich mit dieser 9 der Schwerter hier rein. Hier wird die 9 der Schwerter wird aufgebrochen. Diese ganze Angst, die du hattest, diese schlaflosen Nächte, diese Rückzüge, was du hattest, werden durchbrochen. Es kommt eine Veränderung hier rein. Na, ein Wandel, kann man schon sagen. Und was danach kommt, das ist das Ass der Kelche. Hier ist eine Chance in der Liebe, die sich heute hier zeigt, eine Chance auf Gefühle und dazu noch das volle Gefühl, das glückliche Gefühl, die Fülle an Gefühlen. Mehr kann man gar nicht fühlen. Die 10 der Kelche sind hier. Wow. Na? Also das ist eine richtig tolle Energie, die heute hier aufgebrochen wird. Es wird heute wirklich was aufgebrochen, aber du sollst nichts unternehmen. Du sollst nichts machen. Du sollst zurücktreten, hier nicht handeln, nichts machen. Du sollst beobachten, weil hier ein Zusammenbruch, ein Durchbruch ist. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass du hier zusammenbrichst, ne, aufgrund dieser ganzen Sachen hier. Aber ich würde jetzt hier wirklich sagen, hier ist ein Zusammenbruch. Man ist hier noch misstrauisch, aber das kommt. Es kommt. Ne? Ja, also auf die, wo die, auf die Liebe gucken, also da gibt es einen Durchbruch heute. Man findet hier wieder in die Kraft eine Sache, die Liebe findet hier wieder in die Kraft. Hier sehen wir halt auch, wenn es jetzt um berufliche und andere Themen geht, auf was du guckst, du sollst dich erstmal zurückhalten. Egal wie schwer es gerade ist, egal was du für schlaflose Nächte hast, halte dich zurück mit Kommunikation. Ja, diese Kommunikation, die du dir wünschst, die wird kommen. Die wird kommen.
Ja, und man ist auch hier dann in einer guten Stimmung damit. Na? Also es kommt das auf dich zu, was du dir vielleicht auch erhoffst im Beruflichen. Das kann ja wirklich sein. Und dadurch kann man wieder in seine Kraft kommen, weil es gibt hier einen Durchbruch. Du, trotzdem hast du noch so, bist du noch so komisch aufgestellt und sagst dir, ich traue dem Braten mal noch nicht. Na? Aber kannst du vertrauen? Das sehe ich hier, weil es gute Gefühle sind. Du wirst dich gut fühlen, glücklich fühlen in dieser Sache. Na? Oh, das ist doch mal eine schöne Botschaft, finde ich. Na? Was kommt denn noch aufs Kollektiv zu? Oh, da war doch gerade das Herz. So. Es wird Zeit für die Liebe. Und die wird fest. Zeig mal, was ist denn hier mit dem Kummer? Was ist denn hier mit dem Sarg? Oh, nee, komm, nicht so viele. Blablabla. Macht mal schön ruhig hier. Also die Karten, die wollen ja schon sonst wohin. Also nochmal, einmal den Sarg. Okay, da kamen gleich zwei raus. Habe ich das mit Absicht umgedreht? Die tun wir mal schön hier so rumlegen. So, also, oh, heute geht es um dich selbst auch. Du schaust dir auf eine Entscheidung, auf deine innere Harmonie, vielleicht auf ein Treffen, ne? Vielleicht erhoffst du dir natürlich, dass eine Nachricht, eine Kommunikation kommt, die eine Verbindung stabil macht. Also man kann eine Verbindung ernten oder hier ist so eine gewisse Gefahr. Man hat so doch schon so ein bisschen Angst, dass hier eine Gefahr lauert, ne? Dass man sich hier von irgendetwas trennt, von irgendwas, dass hier irgendwas belastet. Aber was ich heute hier sehe, ist nicht das, was du denkst, sondern dass es jetzt Zeit hier für die Liebe ist. Hier ist ein festes Fundament. Man fühlt sich hier sicher mit dem Haus. Hier ist eine Geborgenheit. Es gibt hier Sicherheit. Ne? Es geht um deine Sicherheit hier auch. Und ja, ne? Da spielt das Herz auf jeden Fall mit. Die Eule zeigt sich mir ja auch. Kann auch eine Kommunikation sein, die jetzt wirklich, für die es jetzt wirklich Zeit ist. Ich sehe, man sieht hier noch Kummer, den du hier so ein bisschen hast. Das kann auch Kummer mit der Familie sein. Oder wirklich Kummer in deinem Inneren oder dass du über ein Ende schon nachdenkst, über etwas. Aber hier kommt eine Hoffnung. Na? Mir kommt heute, die Vögel kommen jetzt zwar schon mit einer gewissen Unruhe rein, aber man kann vielleicht auch mit mehreren Menschen über eine Sache reden. Und da ist das Glück dabei. Also vielleicht führst du heute auch glückliche Gespräche irgendwie. Der Kummer kann dadurch weggehen. Ja, man redet hier vielleicht auch, man redet vielleicht auch über diesen Kummer, der die ganze Zeit hier in der Liebe war, ja. Und dadurch kommt man hier zur Klarheit, ne? Also, man kann heute die Liebe klären. Vielleicht ist es auch eine spirituelle Liebe, ne? Also irgendwas kann man hier heute in der Liebe auch klären. Da kommt Klärung rein. Man klärt diesen ganzen Kummer miteinander. Hier kommt Hoffnung rein, Glück, aber eine gewisse Unruhe bleibt noch. So, im beruflichen oder behördlichen, was wir hier haben, da schaust du auch auf eine Entscheidung. Du guckst hier entweder auf eine Einladung oder ja, du hast hier so ein bisschen Angst vor einer Nachricht vielleicht auch, sehen wir hier. Das macht dir schon ein bisschen Wuling, aber du weißt, okay, du willst dich vielleicht von einem Vertrag kündigen. Ja, vielleicht willst du auch einen Vertrag kündigen oder irgendwie im beruflichen Sinne daraus, weil dich immer wieder eine Verbindung verletzt. Das kann auch sein. Ne? Es geht hier noch so unbewusst um ein Thema, was mit Finanzen zu tun hat. Da belastet etwas hier und man überlegt hier wirklich, sich zu trennen. Vielleicht geht es für den einen oder anderen auch noch um bestimmte Fahrtkosten. Ne? Ja, oder dass man ganz einfach hier einen Neuanfang machen möchte. Ja, für einige andere kann es ja auch um Klärung von Finanzen immer noch von Kindern gehen, mit einer Person. Und das sehe ich auch im Beruflichen, ist das Herz heute hier mit dabei, weil es Zeit ist jetzt. Man kommt wieder in seine Sicherheit. Man kann über dieses Ende reden. Dieses Ende wird auch positiv ausgehen. Also falls du hier irgendwie kündigen möchtest heute hier im Beruflichen, ne, du hast so schon ein bisschen Angst um deine Sicherheit, aber das brauchst du nicht. Ja, du kannst hier drüber reden über die ganze Sache und alles wird gut, soll ich dir sagen, ne? Und du wirst halt hier auch Klarheit bekommen oder du wirst dir das, was du dir erwünscht hast, wird hier wirklich eintreffen dann für dich. Gut, da würde ich jetzt mal sagen,
lass dann morgen wieder eine Rauhnachtskarte springen. Ne? Die sind ja bald vorbei. Das sind ja gleich mal zwei gefallen. Und die Rauhnachtskarten, die sagen, keine Angst, deine Zukunft bestimmst du ganz allein. Sei einfach du selbst, dann wird sich alles für dich finden. Zeige dich, wie du bist oder sei, wie du dich zeigst. Von Rumi. Na, das ist so ein Spruch. Dann schließ einen Moment die Augen und denk an Dinge, für die du dankbar bist. Lass die Dankbarkeit dein Herz erfüllen und ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Dann ist deine Antwort nicht mehr weit. Also sei auch ein bisschen dankbar, was halt auf dich zukommt, weil ich sehe, es kommen die Kälte auf dich zu. Also hier kommt viel, viel Gefühl auf dich zu. Du freust dich, dass hier was zusammenbricht, ja? Du bist zwar der Sache misstrauisch gegenüber, aber du freust dich, dass hier was zusammenbricht und dass sich dann hier etwas Gutes für dich daraus entwickeln kann. Ja, und wir lassen mal noch eine Abschlusskarte springen, nämlich, die haben wir auch mal wieder mit dabei. Wir haben die Engel und Ahnen heute mal wieder mit dabei. Die waren irgendwo weg. Ja, die wollten sich wahrscheinlich erstmal nicht zeigen, aber heute sind sie wieder da. Und was für ein Tipp gibt es denn heute hier? Engel und Ahnen haben wir zwei? Ja, haben wir zwei. Einmal ist Lord höchstpersönlich heute dabei. Ne, da kann man sagen, okay, Gott sitzt hier am Ruder, hier oben. Und du sollst mit Autorität die Führung übernehmen. Hab keine Angst. Schreite hier voran. Übernimm die Führung in dieser Sache. Ne? Brauchst du keine Angst zu haben. Und der Tierhüter, der sagt, vertraue auf deine Instinkte. Guck mal, die Frau hält auch so ein ganz junges Reh. Vielleicht geht es hier wirklich um einen Neuanfang. Vielleicht ist man da noch so ein bisschen zaghaft unterwegs. Du sollst aber auf deine Instinkte vertrauen. Du hast die Weisheit. Jetzt kam mir schon fast rein, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ungefähr. Also irgendwie, ich weiß nicht, warum dieser Satz mir reinkam, aber so kam es mir gerade rein. Das soll aber jetzt nicht böse sein oder so. Ne, das ist, du bist eine weise Person. Ne, du hast die Eule hier im Rücken. Du bist eine weise Person, eine intuitive Person. Du hast den Panda hier, du hast den Rabe. Der Rabe, der auch zwischen den Welten wandert. Ne? Also du kannst dir wirklich auf deine Instinkte vertrauen, was da hier reinkommt. Heute. So, meine Lieben, jetzt gebe ich euch mal noch eine Rune mit und dann gucken wir mal, oh, immer dieses Gewackel von mir, gell, da wird es Ihnen schon ganz schwindelig. Welche Rune bekleidet uns denn heute noch durch den Tag? Oh, die geheimnisvolle Rune, die Odinsrune, die Lehrrune, darf ich euch mal wieder nicht verraten, kommt öfters vor in letzter Zeit. Ich darf euch nicht verraten, wie das Ganze hier wird dann, ne? Also, ja, guck mal, die Rune ist gerade aufs Haus gefallen, aufs sichere Fundament. Ein kleines Zeichen, ein kleiner Wink mit dem Zaunsfall, würde ich sagen, gell? Okay, dann aktivieren wir die jetzt mal und dann starte ich mal für euch gut in den Tag rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich gebe euch später dann noch das Wochenorakel. Ich gebe euch später noch das Wochenendorakel mit, so rum, gell? Und für die Kanalmitglieder natürlich noch ein kleines Orakel nebenbei noch, gell? Ciao, ciao!